Der Hradschin und vor allem die Prager Burg gehören zu den besonders wertvollen Kulturdenkmälern, die in die Weltkulturerbeliste der UNESCO eingetragen wurden. In den Räumlichkeiten der Prager Burg werden schon seit Jahrhunderten aus den Händen der Könige oder anderer Würdenträger die wertvollsten Medaillen und Auszeichnungen verliehen. Gerade hier, im repräsentativen spanischen Saal, überreichte die paneuropäische Gesellschaft Comenius am 29. November 2013 bereits zum 18. Mal ihre begehrten Auszeichnungen im Rahmen des Wettbewerbs Czech 100 Best. Ziel der Auszeichnung ist es, die besten tschechischen Firmen und Persönlichkeiten quer durch alle Branchen und Tätigkeitsbereiche bekannt zu machen und zu würdigen. Dem Festabend wohnten rund 700 herausragende Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens und des Unternehmenssektors bei. Das Geschehen im Saal und den anschließenden Räumen dominierten so die besten Firmen und Institutionen, aber auch bezaubernde Damen und charmante Gentlemen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Sie alle zum Galaabend der Czech 100 Best zu begrüßen. Es freut mich sehr, dass es diesen Wettbewerb gibt und dass wir durch ihn die Möglichkeit haben, alle, die ihrer Arbeit mit vollem Einsatz nachgehen, bekannt zu machen, zu würdigen und ihnen zu danken. Ein Star unter den diesjährigen Czech 100 Best ist die Bauträgergruppe für Einzelhandelsimmobilien Intercora. Die Auszeichnung geht an die Firma Intercora. Sie wird in Empfang genommen durch ihren Miteigner, Herrn Ivan Hlaváček. Herr Hlaváček nahm die Auszeichnung persönlich aus den Händen des Verkehrsministers Zdeněk Žák entgegen. Die Firma Intercora ist bereits seit 2010 regelmäßig unter den 100 besten Unternehmen vertreten. Seit Beginn ihrer Tätigkeit hat die Firma Intercora bereits mehr als 250 Einkaufszentren mit einer Gesamtnutzfläche von über 1,5 Millionen Quadratmetern projektiert und vermietet. Durch den Festabend geleiteten die Anwesenden die bekannten Moderatoren Jolana Voldanova und Daniel Takáč. Für die kulturelle Seite des Abends sorgte das beliebte Swing-Orchester Satrist Band. Eine zauberhafte Überraschung war die Modenschau der bekannten Modedesignerin Nathalie Rudin. Sie präsentierte hier ihre außergewöhnliche Kollektion, die wohl auf viele der Anwesenden ganz im Sinne des Wettbewerbsmottos „Am besten ist es, am besten zu sein“ sehr inspirierend wirkte. Wir gratulieren der Firma Intercora zur Erringung der begehrten Auszeichnung des Wettbewerbs Czech 100 Best und wünschen ihr weiterhin viele geschäftliche Erfolge.